Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir Unturned. Das ist so eine Art DayZ-Klon. Was heißt Klon? Eigentlich ist so ähnlich wie DayZ, bloß halt in einer Comic-Grafik. Und hier geht es auch darum zu überleben. So, ich habe jetzt einfach mal einen Server. Bin jetzt einfach einem Server gejoint und ich habe das Spiel nicht wirklich mal angespielt, beziehungsweise ich war nur einmal kurz drin und habe geschaut, wie es läuft, so grafikoptionmäßig. Und ja, mit linker Maustaste und rechter Maustaste kann man auf jeden Fall schlagen. Mit I kann man hier gibt es verschiedene Skilltrees, die man skillen kann. Bloß, wie man die noch skillt, da braucht man wohl anscheinend erstmal hier so gewisse Punkte. Dann kann man hier Sachen craften, aber bis jetzt, da müssen wir so Blueprints sammeln. Und das sind wir, ein nackter Blockmann. Ja, wir laufen hier nackt durch die Welt. So, dann wollen wir da erstmal sehen, was wir hier bei diesem Leuchtturm finden. Ob wir da irgendetwas Brauchbares holen können. Andere Spieler gibt es hier auch, wie ihr hier sehen könnt. Hier, Jirka, was weiß ich alles hier. Ob man sich gegenseitig töten kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das so. Ah, man kann sogar tauchen, cool. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören, denn ich sehe von hier schon einen Zombie. Und die haben. Okay, mit F pickt man ab. Oh, alles klar. Nein, 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 ich will doch. Ah, okay. Die haben wohl anscheinend eine gewisse Reichweite. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht anhittet da. Und wie ihr seht, kriegt man auch Erfahrungspunkte, wenn man die tötet. Bloß man muss wirklich aufpassen, da die wirklich sehr viel Schaden raushauen können. Und was habe ich jetzt hier? Ich glaube, das war eher was zu trinken. Ja, genau, das war was zu trinken. Geh ich mal Inventory. Canned Cola, okay. Das ist Apple Juice. Okay, also trinken haben wir auf jeden Fall schon mal. Und da ist noch ein Zombie. Na, ah, da sind noch zwei Zombies. Die werde ich auch noch kaputt kriegen, hoffentlich. Ah, das. Das ist so. Okay, den haben wir. Ist den auf dem Boden? Das erinnert mich so voll leicht an Minecraft. Okay, der ist schon. Wow, der haut mir ja richtig viel Damage raus. Fuck, ich bin tot. Ja, so schnell kann's gehen. Und wir starten natürlich wieder ganz woanders. Scheiße. Egal. Also ihr habt gesehen, man sollte mit den Zombies wirklich nicht spaßen. Die machen ziemlichen harten Schaden. Auf jeden Fall die, die auf dem Boden rumkriechen. Was ist das? So, wollen wir noch mal schauen. Was ist das? Pickup Lettuce. Okay, das ist Salat. Candy Bar. Irgendwas hier drin. Okay. Man kann sogar in der Waschmaschine gucken und im Trockner. Das ist natürlich auch sehr lustig. Was ist das? Ein Bogen. Und hier haben wir Kleidung, die wir anziehen können. Das ist natürlich super. Die werde ich doch sofort. Ah, die hat er schon angelegt. Alles klar. Ich hatte doch hier einen Bogen. Ah ja, sehr gut. Und hiermit kann man zielen. So, da werden wir doch uns mal hier. Alles klar, das war's. Nein, den kann man bestimmt noch aufheben. Hä? Ah, ich muss nachladen. Okay. Also das Gute ist, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Bogen gefunden, mit dem ich jetzt hier besser zurechtkomme. Okay, da ist noch einer. Vielleicht kann ich da auch nur. Das ist echt. Ah.
Es ist schon. Die gehen zwar mit zwei Hits tot, aber es ist schwer, den aufzusammeln. Und ich habe hier noch einen Pharma-Top. Ah, okay, das System funktioniert also so wie bei Diablo. Die Frage ist dann einfach, kann ich. Okay, das ist schon ein bisschen komplex gemacht hier. Was ist das? Okay, da kann man nichts tun. Warum ist der jetzt schon wieder nackt? Inventory. Müsste ich doch normalerweise. Ah, okay. Ja, ich muss auch erstmal durchblicken, wie man das hier genau macht. Ist dort irgendwas drin? Hier. Ah, man kann hier sogar Wasser auffüllen. Aber da ich ja im Moment nichts habe, um das aufzufüllen. Oh, eine Heugabel. Das wird natürlich noch besser. Wo ist die? Da. Das ist die Nummer 2. Zack. Damit kann ich jetzt die Zombies aufspießen. Das dürfte dann wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Oh, da ist er schon wieder. Okay, diesmal. Habe ich ihn ge nicht getötet. Okay. Da ist ein Pfeil. Sehr gut. Da ist noch einer. Ich habe ihn gesehen. Oder? Nee. Sah so aus. Ah, da ist noch einer. Also es ist nicht ganz sinnlos, diese Zombies zu töten. Man bekommt ja dadurch EP. Das ist natürlich auch mal eine abwechslungsreiche Alternative, dass man dann auch hier Skills machen kann. Apropos Skills. Schauen wir doch mal, ob ich nicht schon. Ah, hier, Experience 16. Ah, okay. Also die Experience, die man sammelt, sind dann hier diese Upgrade-Cost. Und ich höre gerade ein. Ja. Okay. Also, wie ihr jetzt schon gesehen habt, kann man sich hier auch gegenseitig töten. Da hinten ist der Penner. Ich schau jetzt aber ab. Okay, der rennt schneller als ich. Scheiße. Wahrscheinlich hat er eh schon geskillt. Das ist halt schon nur sehr räudig gemacht, dass der mich jetzt verfolgt. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich bin doch nackt. Ich hab doch nichts. Ah, das nervt er jetzt schon wieder, ey. Ja, okay, wie schnell ist der? Piss dich. Okay, ich dachte, der wollte mich gerade killen. Was er eben getan hat. Schade, dass man nicht sieht, wer das gemacht hat. Okay, eine Kartenmap habe ich. Also eine Karte habe ich noch nicht gefunden. Ich werde jetzt einfach mal weggehen, bevor der wieder versucht, mich zu killen. Ja, das ist natürlich jetzt unglücklich gelaufen, dass mir jetzt gerade so ein High Level, sag ich jetzt mal, mir in die Quere gekommen ist. Das hat er mich natürlich komplett ausgelootet. Ich glaube, so heißt das. Oder kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Karte ist, ob das jetzt hier die komplette Karte ist, die ich sehe. Weil in DayZ weiß man ja, dass die Karte schon riesig ist. Bloß hier habe ich keine Ahnung. Jetzt bin ich nämlich schon wieder hier bei diesem. Bei der Windmühle. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo ich hin kann? Ja, ich guck noch mal hier vorbei, vielleicht. Hat er ja irgendwas übersehen, was ich mir noch einheimsen kann? Ah ja, die Frage ist jetzt auch, verliere ich da meine? Ja. Also man verliert dann auch seine Upgrades, wenn man stirbt. Also da fängt man wieder komplett bei Null an. Ist natürlich schade, aber ey, so ist das Spiel eben. Ja, hier habe ich halt alles gelootet. Ah, hier kann ich wenigstens mir das noch aufnehmen. Den Hut kann ich mir auch noch nehmen. Immerhin.
Okay, der hat die Pfeile ausgenommen. Scheiße. Ja, das war jetzt natürlich Pech. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass da jemand kommt und mich von hinten erdolcht. Naja, immerhin konnte ich hier noch was absahen. Aber diesmal muss ich vorsichtiger sein. Nicht, dass mich. Oh, was ist das da hinten? Das sind noch Kühe, oder? Die sind hoffentlich nicht infiziert. So, ich wüsste jetzt meine Umgebung. Da ist einer. Der ist aber auch nackt. Aber den lasse ich in Ruhe. Ich bin nicht so wie der andere. Außer der will mich jetzt killen. Dann werde ich ihn killen. Hey. Ah, man kann sogar hier Voice Chat machen. Locked, scheiße. Der soll bloß abhauen, der Typ. Ich lauf mal da hinten lang. Vielleicht habe ich da Glück, dass ich da vielleicht irgendetwas finden könnte, was mir noch mehr helfen könnte. Ich weiß halt nicht, ob es hier Pistolen gibt, aber normalerweise müsste das so sein. Oh, jetzt hau doch mal ab, Mann. Geh doch irgendwo anders hin. Es gibt nämlich auch so einen Trick, dass man sich komplett nackt macht und dann tut man so, als wäre man ein Neuling und dann packt er irgendwie eine Pistole aus und killt mich dann. Ich kenne so einen Scheiß. Nicht mit mir, mein Freund. Oh, da war ein. Oh, shit. Da war was. Fuck, ich konnte es nicht nehmen. Boah, der brennt. Holy shit. Ist das dein Ernst? Okay, ich bin tot, ich bin tot. Keine Chance, also. Ah, Mann, das gibt's nicht, das gibt's echt nicht. Das Spiel ist richtig schwer. Oder ich bin einfach zu blöd dafür. Wahrscheinlich eher zweiteres. Okay, ich versuche jetzt nochmal da oben lang, ey. Das gibt's doch nicht. Man findet hier aber zwar viel Essen und Trinken, aber nichts, was mit Selbstverteidigung zu tun hat. Der andere Charakter, der mir entgegengekommen ist, der hatte ja auch nur. Komm, tu mal ein bisschen schneller hier Energie regenerieren. Also wie gesagt, der andere hat ja auch noch ein Messer gehabt. Wer weiß, ob der irgendwie eine Pistole oder sowas hatte, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man das im Koop zusammenspielt und das hier zusammen macht, dann macht das viel mehr Fun. Aber ist ja normal bei so Spielen. Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ah, da ist noch einer. Werde ich erstmal hier reingehen. Ich will den Hut. Was war das? Oh nein. Fuck. Okay, er hat mich nicht gesehen. Doch, er hat mich gesehen, aber der ist zu blöd, um hier durchzukommen. Haha. Was ist das denn jetzt? Ich bin weg. Ciao. Oh, wo kommt denn jetzt schon wieder die ganzen Leute her? Das gibt's doch nicht. Wieso brennt er und stirbt nicht? Was ist das? Bitte, bitte sei irgendein Messer. Ja, genau. Drei Stück, drei Stück. Alles klar. Keine Chance. Der hat eine Range von 10 Kilometer. Ich kann nichts machen. Null. Also irgendwie ist bei dem Spiel was falsch, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Chance, irgendwas zu tun. Ohne irgendwie eine Waffe zu haben oder so, kann ich ja auch nicht hier was tun. Ich weiß auch nicht. Was liegt da? Rotes T-Shirt, ja. Das bringt's mir jetzt total. Was ist das denn überhaupt hier? Aha, man kann sogar was anpflanzen.
Das ist ja cool. Okay, ich halte jetzt F gedrückt und schau mal, was passiert. Ach so, man nimmt das dann einfach nur. Ah, ernsthaft? Ich dachte schon jetzt. Ich kann da nicht rausgehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich versuch's mal da hinten bei diesen Steinen. Vielleicht ist ja da irgendwie eine Sniper versteckt. Ich weiß nicht. Wäre natürlich genial. Da hinten ist auch ein Bo, ein Schiff. Ein Schlachtschiff wahrscheinlich. Die Frage ist auch, wenn ich hier ziemlich hochgelevelt habe und auf einen anderen Server gehe, ob das diese Upgrades mitnimmt oder ob ich da komplett neu anfangen muss. Das wäre ziemlich mies. Aber ich vermute mal, das wird nicht so sein. Also, das wird wahrscheinlich genauso wie bei DayZ sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht finde ich hier irgendetwas Nützliches. Dass hier jemand gecampt hat in den Bergen oder. Okay, da gehe ich jetzt erstmal nicht runter, weil sonst komme ich nicht mal hoch. Und die Energie könnte wirklich mal ein bisschen schneller regenerieren. Das ist langsam echt nervig. So, aber hier scheint auch nichts zu sein. Sieht aus wie der Felsen vor König der Löwen, ey. Holy, holy, der holy. Das ist ja unglaublich. Komm, lauf! Oder soll ich jetzt stehen bleiben, dass du dich jetzt regenerieren kannst? Also der Typ hat echt keine Ausdauer. Aber ich könnte hier durch diesen Punkt mal einen besseren Überblick über die Karte verschaffen. Da hinten ist nämlich eine Aussichtsplattform. Da könnte zum Beispiel jemand oben drauf sein und alle kaputt schießen. Aber das sieht. Also ich werde es mal versuchen, mich jetzt da hinten zu diesem Turm hinzubegeben. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht schon wieder von hunderten Zombies gekillt. Wobei, da hinten ist auch einer. Ist da vielleicht hier noch in der Nähe ein? Ah, da ist auch einer. Okay, dann werde ich mir den da holen. Und das wird wahrscheinlich jetzt 10 Jahre dauern, weil der einfach so langsam ist, dass man fast einschlafen kann. Okay, die Energie, die regeneriert sich sehr langsam. Selbst wenn ich stehen bleiben würde, würde das genauso langsam gehen, was irgendwie keinen Sinn macht. Aber das ist ja wahrscheinlich noch in der Alpha-Phase, das Spiel. Also ihr könnt es euch bei Steam kostenlos herunterladen. Habe ich so zufällig gesehen. Und ich sehe gerade, dass mein Trink- und mein Hungerlevel langsam sinkt. Es ist zwar noch nicht im roten Bereich, aber so langsam könnte. Ja, okay, das ist jetzt einfach nur ein Corn Seed. Das bringt mir ja nichts. Das mit dem Anpflanzen ist zwar eine gute Idee, aber das Problem ist einfach, wenn hier mehrere Leute sind, die können dir das ja einfach klauen. Ah, okay, ich habe das Ende der Map gefunden. Das heißt, man kann da anscheinend nicht lang. Sprich, das ist die ganze Größe der Map. Also hier hinten alles, was man bis zu den Bergen hin sieht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil je größer es ist, desto länger musst du suchen. Und in den Wäldern gibt es ja nichts zum Holen. Also ich habe bis jetzt hier nichts gesehen. Könnte sich vielleicht ändern, ich weiß es nicht. So, ich versuche es jetzt nochmal in diesem Dorf. Ich weiß sonst nicht, wie ich an eine Waffe oder an Essen kommen soll. Ah, mit C kann man ja anscheinend auch gewisse MISC freischalten, sage ich das mal. Ah, mit X kann man schleichen. Okay, sag das mal. So hätte ich vielleicht nicht sterben müssen. Okay, außer bei dem Spieler, der hat mich halt der von hinten erdolcht, da konnte ich nichts mehr machen. Aber. Oh shit, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Ah! Scheiße.
Da brennt schon wieder dieser komische Typ. Okay. Was ist denn hier los? Ich kann da nicht mal langlaufen. Das ist anscheinend ja auch schon zu. Das dürften meine Sachen sein. Ja. Alles mal aufsammeln hier. So, Schnorchel. Alles klar. Wieso kann ich das nicht? Ich verstehe das noch nicht so ganz wie. Ah, okay, Equip. Empty. Scheiße. Tja, das ist halt natürlich jetzt schlecht. Ohne Pfeil nichts los. Da ist er. Ich habe eine Schaufel. Oh, jawohl. Was ist das? Crossbow. Missing Space. Fick dich. Drop die Scheiße. Den Case kannst du auch droppen. One Shot. Das gefällt mir doch. So, jetzt haben wir doch hier erstmal bessere Aussichten, würde ich doch mal sagen. Erstmal schauen, ob ich hier was finde. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Ich habe doch hier was gekriegt. Grape Juice. So. Ah, schade. Der nutzt das gleich. Nearby. Ah, da wird angezeigt, was in der Nähe ist. Okay. Dann muss ich mal schauen. Das wird dann wahrscheinlich das da sein. Ist noch eine Schaufel. 73%. Kann man da oben auch was? Ah, da oben kann man das auch. Da ist die Candy Bar. So, die werde ich mir jetzt gleich reinpfeifen. Dann oben noch etwas? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt wird's dunkel. Das ist, glaube ich, nicht gut. Okay, die sehen mich wahrscheinlich nicht. Okay, da sind zwei Stück von denen. Das ist der, der mich gekillt hat, dieser. Okay, das war jetzt knapp. Ich muss irgendwo hin. Alles klar. So, da hinten sind die. Muss ich wirklich jetzt aufpassen, dass die mich jetzt hier nicht wieder, also dass der mich nicht ausraubt. Ah, man kann sich sogar so. Ah, okay, sie wurden entdeckt. Okay, die haben alle gekillt. Alles klar, die haben irgendeine gute Waffe. Ich hau ab. Das ist mir zu scharf. Ich warte, bis sie weg sind. Bringt jetzt nichts wegzulaufen, weil die wahrscheinlich dann in die gleiche Richtung gehen wie ich. Frage ist nur, wo sie sind im Moment. Ich sehe sie nicht. Ah, okay, sie sind da hinten.
Stecke ich mich erstmal hier drin. Sind gerade in dem Gebäude dort hinten. Ich habe keine Chance. Wieso habe ich jetzt keinen Pfeil mehr? Ja, so jetzt. Also ich könnte die mit einem Schuss töten, wenn ich sie in den Kopf treffe, aber dann wäre nur einer kaputt. Der andere würde mich dann wahrscheinlich auch umbringen. Das wird sich nicht rentieren. Aber die haben für mich jetzt die Arbeit erledigt, und zwar die ganzen Zombies gekillt. Apropos. Ah, ich habe nur 8 Experience. Alles klar. Scheiße. Ja, die Frage ist, wie lange bleiben die jetzt da? Wollen die jetzt mal gehen oder eher nicht? Laufen die jetzt weg? Ja, wie lange brauchen die, um da alles durchzusuchen? Ey, ohne gleich, ohne Scheiß. Aber der Himmel sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir. Ist gut gemacht. Okay, warum das jetzt so blinkt, weiß ich nicht. Das ist schon komisch, aber an sich so sieht es schon nicht schlecht aus. Ich sollte mich nicht so zu sehr von diesem Himmel ablenken lassen. Ich muss sehen, wo die sind. Ich werde mich mal langsam wieder rantrauen. Aber ich habe sie noch nicht gesehen. Ob sie jetzt weggelaufen sind, das weiß ich nicht. Wow, wird's immer dunkler. Wow, das sieht schon ziemlich geil aus, ganz ehrlich. Also das gefällt mir sehr. Die Nacht. So, pick up tomato. Okay, die scheinen weg zu sein. Ja, die sind weg. Aber scheint noch alles nicht respawned zu sein. Außer da hinten der Zombie. Ah, ich hab vergessen zu reloaden. Was? Ich wollte gerade schon sagen, wie kann das sein? Ich habe ihn doch jetzt einmal in den Kopf getroffen und er ist einfach weitergelaufen. Alles klar. Diese Logik. Unglaublich. So, schaue ich nochmal, was es hier drin gibt. Also das ist eigentlich so das Ganze an dem Spiel. Das ist halt wie DayZ aufgebaut. Auf jeden Fall sieht der Himmel schon ziemlich geil aus. Also ist meine Meinung. Ja, falls ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt von mir, könnt ihr das natürlich auch kommentieren. Ansonsten war es das jetzt erstmal von dem Spiel Unturned. Ladet es euch bei Steam herunter. Spielt es mit euren Freunden. Es macht bestimmt ziemlich viel mehr Spaß. Es gibt verschiedene Kartentypen, groß, klein und mittel. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ich verabschiede mich hiermit mit diesem schönen Himmel bei euch. Euer G.